Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Origins. Schwupp, sind wir wieder drin. Ich habe uns gerade eine Aufgabe markiert. Wo ist denn unser Freund? Da ist er. Ich passe schon auf. So, Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt habe ich Autopilot an, jetzt passe ich nicht mehr auf. Aber die Leute, oh, ich wollte gerade sagen, gehen ja aus dem Weg. Den einen habe ich erstmal gerade umgeritten. Unser Midjai ist zurück, ja, und er kann nicht reiten. In Siwa also, aber schöne Statue hier, guck mal. Ne? Oder Statue N. Schon nett. Gefällt mir. Ne, gerade nochmal Armbrot gefuttert und gut ist. Boah, nee, ich werde mich dann auch, denke ich mal, nach dieser Folge aufs Sofa legen, weil mir tut immer noch vom Yoga alles weh und ein bisschen erkältet habe ich mich auch, ein Ticken und Halsschmerzen und so, und ich will aufs Sofa. Es ist dritter Advent heute, wo ich das aufnehme, und da würde ich gerne einfach mal so ein bisschen entspannen. Ja, ich meine nicht, dass das hier nicht entspannt wäre, aber hier bin ich immer noch aktiv. Ich bin ja immer noch aktiv am Spielen, während ich auf dem Sofa liegen kann. Rabia. Bayek. Na? Wie schön es ist, dich wieder in Siwa zu wissen. Moin. Du hast sie nur wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes altes Mädchen. Wie du, hä? Bayek. Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Kar gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt, und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Okay, kann ich die Katze streicheln? Arznei könnte hier überall sein. Senno kann mir helfen. Kann ich die Katze streicheln? Ich will die streicheln. Ich kann nicht. Sie ist nur ein NPC. Meh. Ich hätte sie gern gestreichelt. Das ist niedlich. Nee, anders hier. So. Erstmal Quests. So, die Heilerin. Krüger aus dem gesunkenen Schiff werde ich finden. Wie sieht's mit dem neuen Schild aus? Ist der besser? Ich trage jetzt gerade den Midjai-Schild. Der hat Nahkampfschadenwiderstand und 105 GP. Das ist wohl die Verteidigung. Ein zuverlässiger Schild. Leicht, beweglich und gut aussehend. Ja, wie ich. So, Qualität haben wir schon mal 11. 123 Metallschild. Nicht wirklich neu und glänzend, aber robust und zuverlässig. Und sogar 164 seltener Phalanx-Schild. Das ist der von der Aufgabe. Schadensabsorptionsrate, Nahkampf, Widerstand, klassische Verteidigung, Ausrüsten, zerlegen. Ausrüsten natürlich. Haben wir eigentlich maximal, was wir tragen können? Fernkampfschaden, Nahkampfschaden, Gesundheit. Cool, cool. Und wir haben noch 2 Punkte sogar. 2. Du kannst bei einem Angriff ausführen, während du in der Luft bist. Also, dass ich... Okay. Wäre im Schildmodus gegnerische Angriffe ab, indem du B drückst. Was haben wir denn hier noch? So, Brandbombe. Wirf die Bombe, um den Gegner in Brand zu setzen. Wenn du ausrüstest, ist, ach, da bin ich ja nicht so für so Fallengedöns, ne? Schlafpfeile. Versetze Gegner geringerer Stufe oder Tiere in Schlaf, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. In der Ausrüstung kannst du mit... auswählen. Schlafpfeile. Ja, es könnte hilfreich werden. Handelsvertreter passiv. Du kannst Tierprodukte und Plunder
mit 25% Gewinn verkaufen. Mehr Gewinn. Ja, warum nicht, oder? Das ist so eine Sache, da kann ich nicht viel falsch machen. Aha, und das kostet nur einen Punkt. Hilfsmittel Kill-EP. Passiv. Wenn du Gegner mit einem Hilfsmittel wie Verwesungsgift, Giftpfeil, Brandbombe, Feuer tötest, erhältst du zusätzliche EP. Oh, das ist nichts für mich. Aber der Schlafpfeil, der könnte an sich was sein, würde ich sagen. Würde ich grundsätzlich schon sagen, das kann hin und wieder mal sehr sinnvoll sein. So, erstmal Seno rufen. Okay, wir haben hier mal gemacht. Oh, da war eine Reh. Oh, es hängt. Es hängt. Hä? Na also. Nee, weil ich brauche ja wieder die Materialien, um mich zu verbessern, ne? Brauche ich ja eh. Ein Flamingo. Guck mal. Wie cool. Was verliert der? Also finde ich es cool, dass das Wasser rot wird. Wie geil ist das denn? Da bekomme ich Flamingo-Kopf. Wo muss ich denn hin? Da. 80 Meter. Oh Gott, ich hasse ja Wasser. Ich habe immer Angst vor Monstern. Nee, ne? Wird jetzt noch Nacht? Nee. Es wird nur auf dem Wasser dunkler. Warum auch immer. Schatz plündern. Können wir hier mit? Hallo. Kann ich mit? Wobei ich ja eh quasi da bin. Drücke B. Es tut mir leid, mein Altägyptisch ist gerade nicht mehr so gut. So, was haben wir hier? Medizingedöns. Wir haben noch Luft. Ist hier noch was? Ja, einer ist da noch. So, hier. Haben wir alle? Bringe die Krüge zu Rabia. Der kann aber mega die Luft anhalten. Rabia wartet auf die Medizin. Guck mal, wie schön das Wasser einfach animiert ist. Finde ich mega. Auch hier das Schiff, wie sich die Sonne bricht am Segel. Und wie schmuddelig das Segel da unten ist, wo es manchmal im Wasser liegt, ne? Wie die Algen da wachsen. Es ist so unheimlich gut gemacht einfach. Das hat von der Qualität her ist das eindeutig mit, und ist ja auch mit derselben Engine gemacht, wie hier der neueste Ghost Recon, ne? Den wir neulich gespielt haben, wo ich auch so drauf auf die Grafik gekommen bin. Das ist auf die gleiche Art und Weise gemacht worden. Und das sieht man auch. Da habe ich ja auch Bauklötzchen gestaunt. Und hier also auch erst recht. Verrückt. Und ihr müsst mich loben. Ich habe mir gerade eine Kiwi hergeholt, statt weiter Schokolade zu naschen. So, hier sind wir aber auch gleich da. Da brauche ich kein Reittier. Wir sind hier gerade nicht mal auf Straßen. Ist das der alte Tempel das, was ich so schön fand? Wo ich da die großen Statuen gesehen habe? Ja, ich glaube schon. Na, ihr Ochsen. Was denn? Mein Gott, was machst du denn hier? Färbst du Stoffe? Finde ich auch. So. Reib es im Haus des Lebens im verfallenen Tempel. Die Tempel der alten Kultur. Boah, was riecht denn hier so? Ich hatte das Gefühl. Warte mal. Irgendwas riecht. Aber ich habe Feuermelder. Feuer kann es nicht sein. Also Rauchmelder. Vielleicht muss ich mich einfach nur wieder waschen, keine Ahnung. Ich bin ja Gamer. Amun sei gepriesen. Na? Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Wir Soldaten haben uns hinausgeworfen.
Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut. Eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, Steuern. Um den ganzen armen Seelen Steuern zu helfen. Steuern dafür zahlen, dass man weiter unterdrückt Askaya. Wird. Askaya, sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Oh, mit Freuden. Sei vorsichtig, Bayek. Mit Freuden, da werde ich mich mit Freuden drum kümmern. So. Und da gehe ich auch überhaupt nicht. Du gehörst zu den Pharaos, Leuten. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ja. So geht das. Alarm! Angriff! Stirb, du Wurm! So, zack. Zack. So. Verdient. Ich werde hier niemanden übrig lassen. Sowas geht überhaupt nicht. Leuten das Geld abzocken dafür, um bezahlen zu lassen, dass man sie halt weiterhin in Angst und Schrecken versetzt. Das ist so eine Untat, die lasse ich nicht mit mir machen hier. Was? Warum nicht? Mach mal ein Foto. Warum nicht? Wollte ich zwar gar nicht, aber mach mal ein Foto. Das war's. Stirb! Mist, falsche Richtung ausgewichen. So. Zack. Das geht hier überhaupt nicht, was die hier treiben. 5 sind's noch, oder was bedeutet das Schild mit der 5 da oben? Und das ist ein schöner Tempel. So. Genau, hier die Flügel als Herrschaftssymbol mit der Sonne in der Mitte. Hey! Hey, was? Hallo? Du kannst mich ruhig sehen. Du sollst sehen, wer dich abschlachtet. Damit du auch genau weißt, warum. Ja, da bist du ja. Du hättest nicht herkommen sollen. Menno. Hier, zack. Zack. 2 sind's noch. Hey, was? Komm her. Ich spreng dich um. So, bam, zack, fuck. Die können nicht glauben, nur weil sie zum Pharao gehören, dass sie sich einfach mal erlauben können, was ja, also was sie wollen. So überhaupt nicht. Na, wie geht's dir da unten? Kann ich da noch irgendwie drauf treten oder so? Ich würde gerne nochmal irgendwie so ein... Ja, sowas, genau. Nein, dreh dich nicht weiter. Alles ist gut. Steck mal, wollte ich gerade sagen, die Waffen weg. Weil hier sind unsere Freunde. Bayek, hattest du Erfolg? Der Tempel ist nun wieder deiner. Der Tempel gehört jetzt dir. Genau. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Ich nasch grad Kiwi. Lasst euch mal nicht verunsichern. Ich esse noch einen Löffel. Dann bin ich wieder voll da. Viele Leute haben ja Angst, in der Spay zu essen oder zu trinken. Und ich sagte immer, warum? Das ist doch was ganz Natürliches. Ich meine, wenn ich so zu Besuch bin, da ist und trinkt jemand kurz was. Weiß nicht. Ich finde, dafür sollte immer Zeit sein. Vielleicht denke ich das so ein bisschen wie so ein Hobbit. Ne? Aber nun ja. Sehr schön. Ich finde es auch viel schöner, vor der Hauptquest hier nochmal geholfen zu haben. Das ist mir viel wichtiger. So. Was? Ich habe eben die Taste in der Mitte gedrückt aus Versehen. Das wollte ich gar nicht. So.
hier haben wir jetzt gut gewütet und alles soweit erfüllt. Dann gehen wir mal in die Hauptquest rein, endlich. Bayek ist entschlossen, Meduna Moon zu töten. Hat das falsche Orakel verfügt über überraschende Kräfte und wird bestens geschützt. Finde und töte Meduna Moon. Wo ist er denn? Gar nicht so weit weg, ne? Hä? War der uns dauernd vor der Nase? Oder ist er in dem Kastell da oben drin? Der falsche Prophet. Okay. Ja? Da ist er. Er ist. Sehr schön. Dann werden wir ihn halt beim Fressen. Was machen wir hier vor? Fräulein, wer auch immer du bist, lass die Leute in Ruhe. Nur Schweine hier, ne? Von der Palastwache. Nur Schweine nutzen hier ihre Position aus und versuchen hier Leute zu demütigen. Und können. Also da möchte ich gar nichts, da möchte ich mich gar nicht weiter zu äußern. So, der frisst also. Jetzt nicht mehr, jetzt bewegt er sich gerade. Schöner Tempel. Wasser. Wenn wir hier rüberspringen, kriegt er das hin? Knapp. Boah, ist schön hier alles. Hopp. Hier ist ein... Man weiß ja nie. Wem werden die Götter nicht vergeben? Dies ist ein heiliger Ort, der Tempel des Amun. Wo kommt er raus, wenn er hier hochkommt, um zu gucken? Hier unten. Ha. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Einfach so einsperren. Nun ja. Ich suche Meduna Moon. Ich will mich hier nicht mit jedem einzelnen Pups befassen. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Den die Schweine natürlich wieder in Besitz genommen haben. Die... Warte, psst, psst. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Krack. Komm her. Kann ich nicht tragen? Die Götter werden dir nicht vergeben. So, jetzt... Jetzt ist er tot und ich kann ihn tragen. Hey, was? Ablegen. Ducken. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Und schwupp. Stirb endlich! Oh, da haben wir ja jetzt jemanden auf der Agenda gerufen. Dies ist ein heiliger Ort. Ja, und ihr entweiht ihn gerade. So. Wo ist Meduna Moon? Wir finden den. Ist aber auch eine große Anlage hier. Da hinten ist er drin. Und hopp, hopp, hopp. Und hoch hier. Mein Gott, ist das ein Klettermaxe. Ich würde mir in die Hose scheißen bei solchen Aktionen hier. Bleib hinter mir, Nep. Stirb, du Wurm. Hey. Oh. Was jetzt? Kraniche. Oder so. Zurückgekehrt. Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet.
So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaften. Tugend? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Ha, er lädt. Und lädt. Oh! So knapp. Hey, nochmal. Ist gut. Ey. Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Weste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hm? Ist gut. Kommt, kommt. Was jagen wir denn? Ist das die Erinnerung? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen. Oder, Bayek? Da war er noch jung. Du bist der Medjay. Wenn ich Medjay bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Ah, der Alt... Du bist nie ein Medjay. Du hast zu viel Angst. Verstehe. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Medjay war tatsächlich so eine Art Polizist, aber nur für den alten. Manchmal fangen sie an zu brennen. Pharao. Das macht dich schneller. Der Neue hat Bayek wahrscheinlich abgesetzt. Ich will, dass meine Füße brennen. Ne? Nehme ich jetzt einfach mal an, dass der Medjay abgesetzt wurde durch den neuen Doofen. Hä? Und nu? Irgendein Bock? Dich? So? Reicht das? Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Ah. Wir wollen das Leittier. Ich sehe ihn Wie schon. Wie sieht das aus? Groß. Mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Das ist mein Lieblingsteil. Bleib unten. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Ja, Papo. Wir sind die Verborgenen. Siehst du? Auge und Hand bilden eine Linie mit dem Pfeil. Nur so kann man gezielt schießen. Ich lass ihn mal aussprechen. Wenn ich doch 100 Pfeile in den Bogen spannen könnte. Naja, lernen erstmal mit einem zu treffen. Es gibt Leute, die mehrere Pfeile auf einmal abschießen. Das schon. War das das Leittier? Papo, er läuft weg. Geduld, mein Kind. Mist. Wir kriegen ihn. Er war nicht der Leitbock. Ah, oh nein, ich hab sie verscheucht. War das das Leittier? Gut. Dann bleibt eben mehr Zeit für uns beide. Genieß die Reise. Bleib bei mir. Lass das Leittier. Wir machen es. Mann, ich zusammen. Weiß doch nicht, wer das Leittier ist. Oh, warte mal. Das Ziel wird angezeigt, ne? Schaffe den Pelz des Leittiers der Steinbockherde. Wenn das so weitergeht, dann habe ich gleich alle. Du bist das. Senu! Senu, komm zu mir! Wieso rufst du Senu? Shenzira sagte, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Gefilde der Binsen bringt. Sag mal, habe ich nicht getroffen? Anubis wiegt dein Herz mit einer Feder auf. Diese Wiegezeremonie kannst du jetzt. Treffer! Tat ihm das weh? Ich hoffe nicht. Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nichts. Siehste, sag ich doch.
Habe ich doch schon im ersten Video gesagt, Blattschuss brauchen wir. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Warum? Durch die Sonne? Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Das ist so schön hier. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen. Verstehe. Sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so auch, ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siwa. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch Angst manchmal Angst. Angst bewahrt uns vor Dummheiten. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Ein Wort. Bring Kemu zum Halma-Punkt. Da bin ich gerade ein bisschen langsamer gelaufen, weil dann ist es mir auch wichtiger, den Leuten zuzuhören, als hier schnell irgendwo anzukommen. Weil neben Atmosphäre ist eine Story hier das Wichtigste. Und ich bin stolz auf meinen Rechner, dass er die Grafik hier einfach mal so packt. Oh. So, und hopp. Und klettern wir bergab. Wenn ich hier gesprungen wäre, wäre das nicht so gut gegangen, denke ich mal. Hopp. Kann der Junge mithalten? Tatsächlich. So. Na dann, kannst du hier immer noch mithalten? Aber vielleicht, gehört das dazu, wenn man hier aufwächst. Dann ist jeder ein Free-Climber. Aber so wie so ein Frosch daran hochzuhüpfen, halte ich trotzdem ein bisschen für übertrieben. Sind wir hier eigentlich noch in... Ah, ich wollte gerade sagen. Okay, wir sind hier nirgendwo, wo ich kenne und wo ich eine Karte für hätte. So. Und nu? Hübsch hier. Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Ah, verstehe. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Du denkst schon. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzira. Ich sagte, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Menjai Bayek! Los, geh. Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Magi Bayek! Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Ah ja, da bitte soll jemand hintergehen. Das rieche ich doch schon. Nix, Waffe wegstecken. Komm! Ja, was ist los hier? Da ist doch was im Busche. Das riecht man doch. Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Ich bitte dich!
Okay. Hey, auf geht's, bist Brüder! Bist du lebensmüde? Kein schwerer Schuss! Was soll denn das hier? Wir können denen gar nichts... Was? Zum Teufel. Ich kann überhaupt nichts machen. Wir sollten verlieren. Wir sollten verlieren. Deswegen konnte ich keinen Schaden austeilen. Oder? Oh Mann. Da bin ich jetzt mal gespannt. Warum das denn jetzt geschehen ist hier? Weil der wirkte schick angezogen. Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Bleib nicht stehen! Wir können auch nur gehen. Folge dem Maskierten. Sieht aus wie ein Tempel hier. Ganz schick eigentlich, ne? Ja. Oh mein, nett, bis auf die Tatsache, dass wir... Wir sind froh, dass du hier bist, Magi. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir Zugang zum Gewölbe bekommen. Die sturen Priester weigern sich, uns zu helfen. Und wenn du eventuell aus Loyalität zum Orakel zögern willst... Haben wir jemanden, der dich mit Freuden eines Besseren belehren will? Oh, wahrscheinlich unser Sohn. War auch ein bisschen fies, was er da eben gesagt hat, aber ein bisschen verstehen kann ich es ja schon. Das ist unangenehm. Warte mal, ist das der Tempel, in dem wir ganz am Anfang waren? Nee, oder? Groß genug ist es hier. Verzug. Komm! Ihr habt mich ja gefesselt. Ich kann ja nicht schneller. Was geht hier ab? Lass niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn daraus! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Aha, der Apfel. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf. Wir werden auffliegen. Beeilung. Die ersten Templer offenbar. Zumindest zu dem sollten sie mal werden. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Sie werden uns eh umbringen. Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo! Nein, komm! Sei abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Er will mehr Zeit gewinnen. Ja. Was soll das? Das ist doch Wahnsinn! Achte auf deinen... Nimm das als deine Antwort. Ja! Oh, nein! Nein! Remo! Remo! Nein! Halt's Maul!
Mein Gott. Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen! Der Fürst Eduard erwartet dich! Richtig so. Ich hätte es gerne eine Liste von allen, die damals dabei waren, und ich möchte einen nach dem anderen Besuch abstatten. Das geht ja mal gar nicht. Wo ist die Liste? Oh Mann. Ich habe gehört, die Geschichte würde sich hier erst langsam entwickeln. In einem Open-World-Teil ist das total normal. Und sie entwickelt sich ja schon, die Geschichte. Und für meinen Geschmack schnell genug. Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Alexandria? Hab's doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Relikt des Orakels, der Ibis Medunamun ist besiegt. Und zwar ohne Probleme. Ich bin ihm einfach um den Kopf gesprungen. So mag ich das. Einfach aus der richtigen Perspektive. Mein Gott, ist das eine deprimierende Geschichte im Hintergrund. Sprich mit Hepzefa, bevor du Siva verlässt. Es ist ja zum Kotzen, diese scheiß komischen Kultisten als Vorläufer der Templer, die jetzt offenbar den neuen Pharao hier eingesetzt haben, wie es scheint. Also zumindest kann ich mir das so vorstellen. Ich weiß ja noch nicht genau, was abgeht. Mein Gott, das ist... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier im Haus? Ja, das ist echt, ja. Da bist du. Bist du bereit? Es ist eine lange Reise. Ja. Ich habe hier alles erfüllt. War schön in Siva. Vielleicht sehen wir uns ja aber wieder. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek. Die Bibliothek von Alexandria, stimmt, die steht da ja noch. Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen? Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Finde ich auch. Leb wohl, mein Freund. Also ich darf es jedem selbst überlassen, aber ich finde Bart tragen jetzt nicht schick. Okay. Erste Schritte Erfolg freigeschaltet. Oh, Leila, du brauchst neues Cyclosporin. Sofort. Was? Was ist hier mit Aspirin? Muss ich etwa da runterkommen? Leila? Leila! Komm zurück! Ah, ich verstehe. Leila, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Das ist mit den meisten Leuten so. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar.
Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Fantastisch! Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Abstergo sei dieses Unternehmen. Ich würde mich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Was Animus erfunden hat. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Zyklosporin. Na, ja, der Animus ist halt ein... Wir sind jetzt in der Gegenwart, offenbar hier bei Ausgrabung. Das ist offenbar ein tragbarer Animus. Ein Animus ist ein Gerät, was über das Nervensystem... Suchst du immer noch das Zyklosporin? Ich habe es ganz sicher in das Medikit gepackt. Was einen über das Nervensystem mit dem Gedächtnis der eigenen DNA verbindet. Sodass man dann in die Erinnerungen der Vorfahren eintauchen kann. Also ist sie quasi eine entfernte Nachfahrin von unserem Freund Bayek. Das Zyklosporin. 2 Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Okay. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Also kann ich hier wieder rein? Nee, warte mal. Jetzt gucke ich mich erstmal kurz hier um. Aber man hat mir schon gesagt, dass die Passagen in der echten Welt, in der Gegenwart, hier relativ dürftig ausfallen und dass die eigentlich so sinnlos sind, dass man sie auch hätte weglassen können. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Das ist eine richtige Tratstante. Oha. Verstehe. So hat sie sich verbunden mit Bayek. Cool. Aber sie ist keine Kletterin offenbar. Ich kann hier nicht viel tun. Nee, hier kann ich nicht weiter. Cool auf jeden Fall. Und was ist hier draußen? Eine Höhle. Ich guck mich hier nur so ein bisschen um. Wenn wir hier schon mal sind in der Gegenwartzeit. Gedöns. Hier endet die Höhle. Ah, verstehe. Ein Generator für das da drin. Hier muss ein Reifen gewechselt werden. Karte oder Menü gibt's hier nicht. Und hier ist das nirgendwo. Wir können hier auch nicht richtig lenken. Verrückt. Nur die Kamera, wie hier rumspringt. Weil ich eigentlich das Gebiet nicht verlassen soll. Hier ist die Antenne. Schick, schick, schick. Ja, aber tatsächlich, wenn wir jetzt echt nur um festzustellen, was der Animus ist, nur dafür muss ich tatsächlich nicht unbedingt. Der Generator hält durch. Gut gemacht, Layla. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Also wie gesagt, was ist hier? Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden. Nee, wie gesagt, das soll ja offenbar nur den Vorgang erklären, warum sie hier in die Vergangenheit reingucken kann. Aber eigentlich hätte man das Spiel tatsächlich ohne das hier machen können, weil so wichtig wirkt das nun wirklich nicht hier, die Szene. Man wacht auf, holt sich Medikament und darf wieder schlafen gehen. Das finde ich auch tatsächlich ein bisschen unnötig. Weil, wie gesagt, die Geschichte wäre an sich auch schlüssig gewesen, einfach wenn sie in der Vergangenheit erzählt wäre. Da muss man jetzt nicht unbedingt deswegen erzählen, wie man an das Wissen jetzt kommt, indem man halt eine Nachfahrin nimmt, die sich über das genetische Gedächtnis mit dem Vorfahren verbindet. Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Braucht einen größeren Flüssigkeitsspeicher. Du brauchst ein größeres Stück Tape auf deinem Mund. Boah, sei nicht so aggro. Warum? Das ist doch eine Anmache, oder nicht? Also, so, hier haben wir noch mehr. Ein Balken. Ein halber Balken. Bin ich auch mitten in irgendeiner Gruft.
Sei froh, dass du überhaupt was questionen mag. Unterhaltung im Flug. Das Fragezeichen ägyptische Mysterien, geheime wissenschaftliche Untersuchungen, Nachforschung, versteckte Kammern in Pyramiden. Wurden sie von Aliens erbaut? Wir beleuchten die Mythen und Beweise, Spuren antiker Technologien, eine Verbindung zu den Göttern oder Aliens? Nicht verpassen. Verschlüsselte Botschaften rund um die Sphinx, Interview mit dem berühmten Ägyptologen und Wissenschaftler Dr. Leif E. Everett. Mumifizierung und das Leben danach, Spuren antiker ägyptischer Geister mitten unter uns. Ob wir in der Vergangenheit noch rausfinden, wie das alles entstanden ist? Das fände ich cool. Die packt nie genug Snacks ein. Und hier? Ach du meine Güte. Abstergo, Abteilung für historische Forschung. Ja, Forschung. Laila Hassan Projekt, empirischer Fakt. Die Vermisstenkartei. Oliver Ganü. Posteingang. Mein Gott. Was zum 21. Oktober? Meine Lieben, die Folge ist schon sehr lang. Lasst uns morgen mal gucken, was hier so geschrieben wurde und alles. Das wäre heute echt zu lang. Ich mache mich jetzt erstmal bettfertig und wenn ich wieder da bin, nehme ich für morgen auf. Also, ja, jetzt haben wir auch die Geschichte mal so ein bisschen erfahren. Finde ich weiterhin interessant. Und Alexandria eh. Na dann, danke fürs dabei gewesen sein und gern bis morgen. Tü-tü-tü.